So, Pflanze. Und darum musst du wachsen, damit du ganz, ganz viele kleine Setzlinge machst. Oh, läuft die Aufnahme schon? Okay, tut mir leid. Da sind wir. Dann jetzt zu Pokémon, Poke-MMO oder wie auch immer dieses schöne Spiel nennt. Und ja, Reptilien-Let's Play. Was machst du hier? Bist du auch auf Pokémon-Reise? Was machst du hier? Sag mal, machst du mir alles nach oder was? Machst du schon wieder eine Aufnahme? Nein. Hi. Hi. Mutti, was macht denn der da? Mama. Mach das weg! Meine Mutter. Nein, das ist meine! Hast du schon wieder mit den Nachbarsvater rumgemacht? Ach du blöde, blöde Kuh. Lass das gefälligst sein. Okay. Trotzdem habe ich dafür ein bisschen Samen hinter mir. Ja, und ich ein. Wie geht das denn? Pass auf, da rechts steht doch Party. Zieh ja. Das Vieh einfach hinter dich. Hey, Party. Party, Party. Hey, Party. So, jetzt kannst du nochmal richtig begrüßen. Geht nicht. Und ich sag auch mal Hallo. Ja, Hallöchen Leute erstmal. Jetzt hier zu Poco MMO. Darum steht's auch nichts. Ha, ja, na gut. Okay. Ja das ist ein Pokémon-Online-Spiel komplett. Also wirklich international, soweit ich weiß, wie ich es auch gerade hier unten links im Chat sehe. Wirklich aus jeder Altersklasse, aus jedem Land, aus jedem Universum. Ja. So, okay, wir gehen einfach mal raus, wa? Soll ich kurz erklären, wie das Ganze hier überhaupt funktioniert? Ja, tu mal. Du erklärst, also, ich spiele. Das Ganze beruht auf dem Pokémon Feuerrot, auf die Room. Und wie ihr seht, das ist hier komplett die Grafik und auch die Story ist komplett von Feuerrot. Ihr könnt sie halt bloß zusammenleben. Um das Ganze zu starten, müsst ihr euch den MMO-Klienten runterladen. Einfach mal googeln nach Poké-MMO und dann braucht ihr noch eine USA-Room, wohlgemerkt. Und was ich halt dann noch habe, ist eine Soul Silver Room mit drin, damit ja die Kämpfe ein bisschen epischer aussehen. Ja, genau so ist es. Das war jetzt erstmal alles erklärt. Übrigens, es ist nur legal, wenn ihr selber Feuerrot besitzt. Sage ich gleich. Ja, ich besitze das natürlich. Ich habe es auch noch nie gespielt. So. Also ich sehe aus wie ein Postbote, wie man sieht. Und er sieht ja, mehr aus also, wie so ein, Übrigens, wir haben jetzt schon hier die ersten unsere Erstatter-Pokémon abgeholt, war jetzt nicht so spektakulär und jetzt wollen wir uns zusammen auf die Reise machen und erstmal Professor Eis Paket holen. Ja, stimmt, da war ja was. Wo ist denn dieser komische? Ah, oh, Moment, jetzt habe ich schon wieder eine Battle-Anfrage. Ach, wir können ja laufen. Der komisch? Hä, wo willst du hin? Wir müssen nach oben. Ach so. Wir müssen nach Bertania City. Yay, laufe. Yeah. Das lackt auch ein bisschen rum. Wenn ich schnell laufe, dann lackt's. Naja, nee, es lackt nicht an sich. Es ist einfach bloß. Das ist halt die ein paar Server-Rejects halt. Das Ganze ist eigentlich ein Fanprojekt sozusagen. Hm. Darf ich ein bisschen Eigenwerbung machen? Ja, na klar, mach ruhig. Also die nächsten Tage wird bei mir auf meinem YouTube-Channel wird dann ein Vergleich kommen zwischen diesem Pokémon-MMO und Pokémon World Online. Das sind beides halt Pokémon-MMO-RPGs und ich möchte halt gerne mal so einen letzten Test und dazu einen Vergleich ziehen, welches besser ist nach meiner Meinung und so nach ein paar Kriterien bewerten. Wer Lust hat, kann ja dann reinschauen. So ist es. Ups, was mache ich denn hier? B zurück. Ja, ich chill hier. Ich gehe schon mal weiter nach Bretagne. Naja, ich muss gerade hier noch, das ist Rattata. Ist ja alles, wie man sieht, ist alles auf Englisch. Weil es halt über amerikanische Server läuft, ne? Soweit ich weiß. Ich weiß nicht, über was für Servers läuft. Ich weiß bloß, dass es auf jeden Fall Englisch ist. Und das, ich finde es auch vollkommen okay so. Wer Pokémon kennt, versteht auch die englischen Sachen eigentlich. Oh scheiße, ich bin fast tot. Ich hoffe, man hat es gerade nicht gehört. Meinen anderen Rechner habe ich gerade runtergefahren. Und da ging gerade das Skype aus. Ja, ich bin tot. Ich komme gleich hinterher. Ja, mach mal. Oh, jetzt sieht man natürlich unten, wer in Skype online kommt. Ich schließe das mal nebenbei. Ja, ich blende das dann aus. Ich setze dann da einen Balken drüber. Damit hier nicht irgendwie jemand anderes Leute edit. Ente, darf ich noch eine kurze Sache erklären, die. Achso, du bist gerade mit im Kampf. Dann erklärst du, sobald du fertig bist, damit du es deinen Zuschauern auch direkt zeigen kannst. So. Bin ich. Pass auf, rechts unten siehst du doch Pokédex. Pokédex. Dort. Klick mal drauf. Habe ich. Und dann klick auf dein Starter-Pokémon. Habe ich. Und dann auf Moves. Da kannst du nämlich jetzt schon einsehen, wann es welche Attacke erlernt, was ich sehr cool finde. Das ist perfekt. Links oben in der Ecke, wer die Pokémon-Spiele kennt, weiß, dass man mit Select immer ein Basis-Item auswählen konnte, damit man was, auf das man schnell Zugriff hat. Hier hat man 6 solcher Slots, die sind mit F1, F2, F3, F4, F5 und F6 zu erreichen.
Und man kann da nicht nur Basis-Items ablegen, sondern auch direkt Tränke, falls man ein Pokémon zwischendurch einfach mal schnell heilen will. So ist es. So, warte, ich versuche jetzt nochmal das Pokémon hinter mich zu ziehen. So, mach Sitz. Das geht Hast du jetzt ein Pokémon? Das geht nicht. Boah, Alter, ich kriege hier die ganze Zeit Battle-Anfragen. Das geht einfach nicht. Ich kann das nicht hinter mich setzen. Das funktioniert manchmal nicht. Also nicht wundern. Ab und zu sind halt noch mal kleine Fehler drin. Das bald kommt auch das nächste Update, soweit ich weiß. Zumindest wurde das vorhin in den Chat geschrieben. Ich spiele es ja schon seit gestern Abend. Also ich habe schon einen anderen Charakter, der schon etwas weiter ist. Da habe ich jetzt die zweite erfährt. Du hast ja schon zwei Arenen geschafft. Und wo bist denn du? Ich war jetzt gerade im Pokémon-Supermarkt. Also ich habe jetzt das Paket schon. Ich gehe jetzt gerade auf Pokémon Center und heile mich erstmal. Ja, das ist natürlich auch eine grandiose... So, ich bin ja gerade gestorben und bin dann hier direkt ins Pokémon Center gekommen. Genau. Oh Gott. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, bin schon fertig. Ich komme raus. Übrigens, was ich auch ganz kurz erwähnen wollte, die Server laufen hier wirklich stabil. Kurz rausgeflogen, weil sie die Server neu gestartet haben. Ansonsten, ja, war halt nichts Besonderes. Aber ansonsten laufen die Server komplett spiel, sind eigentlich immer erreichbar. Und was ich dazu sagen muss, man kann sich nicht immer registrieren. Momentan sind die Registrierungen offen, ab und zu sind sie auch mal geschlossen. Ja, weil ich hatte gerade Glück, ich konnte mich registrieren. Ja, ich mich gestern Abend auch. Ich habe es gestern durch Zufall per Google gefunden, hatte ich ein Video gefunden, weil ich ja angefangen mit Pokémon World Online. Das ging mir nach kurzer Zeit relativ auf den Sack irgendwie, weil ich damit noch nicht so wirklich klar kam. Dann habe ich das hier gefunden und dachte mir, boah, geil, das musst du auch mal ausprobieren. Und dann habe ich mir gedacht, ach, machst du das Test zu. Genau, so, und wie ihr seht, das ist jetzt mein letztes Test dazu. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich guck mal schnell nach. Moment, dann seht ihr unten mein Aufnahmefenster. Wir nehmen jetzt auf 6 Minuten und 49 Sekunden. Ja, ist in Ordnung. Machst eine Stunde draus, dann hast du ein ordentliches Test. Du hast ja jetzt auch eine gut genug Leitung, um sowas hochzuladen. Gut genug, genau. Oh, ein Kampf. Hast du eigentlich schon eine letzte Folge von Zelda heute gesehen? Nee, habe ich leider noch nicht gesehen. Muss ich mir noch anschauen. War extrem episch, der Kampf. Muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Ich bin in einem Kampf. Schon wieder. So, da hätten wir ja auch gleich Pokebälle, fällt mir gerade ein. Was mir ja doch sehr gut gefallen ich will. Ich kann nicht abhauen. Ach, Bubble. Nimm mal Bubble. Bubble-Tier-Attacke. Verschluck dich, du Arsch. Du bist immer noch nicht bei Professor Eich. Nein, ich bin gerade in einem Kampf. Oh, okay. Ja, du musst ja jetzt hier auch im letzten Test nichts so wirklich vorlesen, finde ich, oder? Och, nicht wirklich. Geht ja hauptsächlich darum, dass die Leute das Spiel in sich sehen. Och, jetzt geht's hier erstmal los, wegen Pokédex und so. Postbotenattacke. Hallo, Ducky, da bist du auch endlich. OAK, was heißt denn OAK? OAK? Du meinst jetzt unten im Chat? Nein, der so heißt Eich bei mir. Ach, Oak, das ist der englische Name für Eiche. Ach so. Wenn du Minecraft mal auf Englisch spielen würdest, nee, auf Deutsch steht auch Oakwood da. Nee, auf Englisch steht Oakwood da. Oh, Ducky, how is my old Pokémon? Well, it seems to be growing more attached to you. You must be talented as a Pokémon trainer. What's that? You have something for me? Ducky, Rillaverad Oaks Park. Was? Wolltest du sagen? Zieh ruhig weiter. Ja. Ah, it's a custom Pokeball. I had it on order, thank you. Utah. Gramps. Ja, da. Die Leute wollen was vom Spiel sehen, nicht deine Lava. I almost forgot, what did you call for me before? Alright, I have a request for you too. Blablabla. Ja, komm, los, gib Pokémon-Dex her. Los, wir weiter, los. Haha, los, Opa. Ja. Schneller. Oh, mit Lampe, ich soll den Schlaf zwischendurch machen. Also, wer es lesen möchte, also drückt bitte einfach auf Stopp. Ach, während er da sich durchklickt, kann ich ja nochmal kurz ein paar Informationen preisgeben über dieses Spiel. Genau. Wegen der Tauschfunktion. Ich denke mal, einige vermuten, dass das hier noch nicht wirklich sicher ist, von wegen, dass einige euch bescheißen könnten. Das ist wirklich schon komplett abgesichert, also das ist richtig gut überarbeitet. Da können sie euch wirklich gar nicht bescheißen. Also man kann ja auch Pokémon hin und her tauschen. Ducky und ich können es ja gleich mal zeigen. Echt? Indem wir unsere Starter-Pokémon gegeneinander tauschen. Komm her. Ja. Mach mal Rechtsklick auf mich, damit die Zuschauer sehen, wie das geht. Ein Rechtsklick auf mich. Reptil.
Duel Whisper, Trade, Remove Friend, Block. Und Block. Trade. Block. Trade. Trade. So, Accept. Dann können wir entweder Geld hin und her tauschen oder wir können jetzt unser Pokémon aus der Party da reinziehen. Oder unser Pokémon aus der Party da reinziehen. Okay, vielleicht geht's gar nicht, weil wir bloß ein Pokémon haben. Na gut, es geht gerade nicht, weil wir bloß ein Pokémon haben. Wir werden sicherlich hier gleich noch welche fangen. Genau. Dann gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es echt gut abgesichert. Man kann sich hier auch Geld hin und her tauschen, wie ihr gesehen habt. Ich glaube, man kann sogar Items tauschen. Ach, er ist schon wieder am Kämpfen. Ich habe immer so ein Glück. Ja. Also, übrigens, wegen Trainerkämpfen kann ich auch gleich mal erwähnen. Ducky wird es auch sicherlich gleich selber feststellen, dass hier die Trainerkämpfe nicht gezwungen sind. Also ihr könnt die Trainerkämpfe machen, ihr müsst allerdings ist es wirklich empfehlenswert, weil ihr braucht Kohle in diesem Spiel, logischerweise für Tränke und so weiter, sonst kommt er hier gar nicht durch. Und ja, anders kommt man nicht an Kohle. Nee, und der Postbote rennt. Und was mir halt auch aufgefallen ist, man kann hier noch keine Sachen verkaufen, das ist noch ein bisschen verbuggt. Achso, naja, ist nicht so schlimm. Wen es interessiert, ich habe, mein Bruderchen hat heute bei mir das Spiel Terrasology drauf gemacht und ich finde es eigentlich ganz lustig. Terrasology, das neue Minecraft? Ja, so in etwa. Aber sie wollen sich ein bisschen jetzt so von dem Stil abheben, ist jetzt noch die Pre-Alpha, soweit ich weiß, ne? Und wollen jetzt dann von dem Minecraft-Stil abgehen und mehr in eine andere Richtung. Ja, in Richtung Rollenspiel wollen sie gehen, soweit ich weiß. So war das, ich wusste es gerade nicht, ich wollte gerade nichts Falsches sagen. Finde ich sehr gut, aber Minecraft geht ja jetzt auch langsam in Richtung Rollenspiel. Soweit ich weiß, kommt ja jetzt mit den nächsten Updates das Skillsystem. Das finde ich sehr schön. Dass die XP noch mehr Funktionen haben. Das finde ich sehr schön. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade beim Kampf. Ich bin gleich da. Ich bin sofort da. Ich gehe schon mal ein bisschen trainieren. Beziehungsweise gehe schon mal in den Vertania-Wald, weil ich will ja ein ganz bestimmtes Pokémon haben, wie Ente weiß. Ja, ich werde es aber nicht sagen. Haha. Naja, wieso? Es dürfte eigentlich jedem klar sein, welches Pokémon mit einer 5% Chance im Vertania-Wald auftaucht. Zumindest derjenige, der Pokémon kennt. Glurak. Das werde ich auch gleich dann übrigens mit Ente tauschen, das Pokémon. Das ist dann mein Pokémon, was ich mit Ente tauschen will. Ja, wo bist denn, wo ist denn dieser komische Wald? Einfach weiter nach oben rennen. Achso. Renne, Pokémon. Briefträger. Hier steht so ein komischer alter Sack rum. Übrigens, die Kämpfe laufen hier auch komplett flüssig ab, sind soweit voll animiert. Wie ein müsste ja inzwischen gesehen haben. Ja, aber falsch. Weiter da, ne? Oh, und die Entwickler sind auch vollkommen auf der rechtlichen Seite, ganz einfach, weil die Grafiken ja aus der Room geladen werden und nicht irgendwie extra angeboten werden. Ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen und ich fände es cool, wenn Nintendo endlich mal ein offizielles Pokémon MMO rausbringen würde. Ha, da bist du. Ha, ich hab's gefunden. Na. Ach, leck mich doch. Nee. So, ich renne jetzt hier mal ein bisschen rum. Da ist es schon. Das zweite Pokémon, was ich hier sehe. Ente, ich hab gleich mein Pokémon für dich. Fängst du mir bitte einen Raupi? Ich hab den Kakuna. Können wir nämlich tauschen. Ein Kakuna heißt das im Englischen. So ein Kakuna. Ja. Also ich muss sagen, einige Pokémon-Namen sind echt cooler im Englischen als im Deutschen. Wie zum Beispiel das Hornlio, das heißt Weedly. Und das Radfratz, das heißt Rattata. Ja, ich find englische Namen teilweise echt cooler. So, also ich habe jetzt das Pikachu gefangen, ich sag's jetzt ruhig mal. Ja, das heißt, ich bin dann bloß noch dabei. Zum Tauschen bereit sein, sobald dann Raupi hat, weil ich möchte gerne einen Raupi haben. Hey, da liegt ein Pokémon. Oder ein Duffcon ist mir auch Wayne. Ach, das ist ein Item. Potion. Oh, ein Raupi. Sehr gut. Quarterpie. Da. Dann können wir jetzt auch gleich das Tauschen mal zeigen. Ja, ich bin gleich soweit. Nee. Ein Safkorn. Ja, kannst du mir auch fangen. Okay, dann fang ich das. Ich trainiere momentan sowieso die Rotz-Pokémon auf meinem richtigen Char. Also von daher. Ich habe übrigens Ente heute das Spiel empfohlen, wollte ich mal kurz sagen. Ja, ich habe ein neues Spiel gespielt, was ich heute noch aufnehmen werde. Das wirst du übrigens gerade nicht sagen, sonst spoilern wir. Und ja, also neu ist das Spiel nicht, es ist halt schon ein bisschen älter, aber es macht halt wirklich Spaß. Muss ich sagen. Ja, also mein Fall ist das Spiel jetzt nicht, muss ich sagen. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ja, ich mag's, also.
Gegen was kämpfst du gerade? Sag mir jetzt bitte gegen einen Raupi und fang es. Ich kämpfe gegen etwas anderes, gegen ein Metapod. Dann fangen wir das meinetwegen. Bin ist noch mir egal, dabei. Ich werde das auch schon zeigen. Das Spiel ist aus dem Jahr 2009. Ja, wie Pokémon Feuerrot halt. Hey, wollen fangen. Sehr schön. So, ich hab's. So, möchtest du mich zum Handeln einladen? Ah, wenn du stillstehen würdest, ja. Jetzt hab ich dich. Akzeptieren. Ich hab dich jetzt schon eingeladen. Jo. So, dann zieh ich dir jetzt dein Pokémon rein. So, jetzt geht's. Und Locklist muss jetzt... Trade confirm. So. Hey, ich hab ein Pikachu. So, bitteschön für dein Pikachu. Ich fange mir jetzt nachher ein zweites, weil ich möchte das jetzt nicht unbedingt im Let's Play machen. Wir halt ein bisschen zu viel vorankommen. So, hier ist der erste Trainerkampf. Wie man sieht, normalerweise würde man hier angesprochen werden. Aber stattdessen muss man so machen. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so unpraktisch, weil das geht einen ja schon in den richtigen Spielen manchmal echt auf den Sack. Ja, wenn du es irgendwie eilig hast, irgendwo mal hinzukommen, wo du jetzt gerade nicht mal kämpfen möchtest und dann 3000 Kämpfe. Ja, darum finde ich das eigentlich gar nicht so unpraktisch, um ehrlich zu sein. Genau. Sollen sie doch gegen einen kämpfen, wenn du dazu Lust hast. Ist ja deine Sache, ob du leveln willst oder nicht. Genau so ist es. Finde ich. Und wenn du nicht levelst, dann hast du Pech gehabt, dann kommst du nicht weiter in dem Spiel. So ist es. Du hast es erfasst, aber man muss ja eigentlich nicht jeden Trainer mitnehmen. Ja. Also ich level, also in diesem Spiel habe ich irgendwie das Gefühl, es gibt mehr XP wirklich für Trainerkämpfe. Also die Trainerkämpfe sind schon empfehlenswert, auch wegen Kohle und so, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Mhm. Und ja. Übrigens nicht wundern, dass ich hier den ganzen Informationsgehalt liefere. Ducky spielt sozusagen das hier blind. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der jetzt von uns beiden hier Ahnung hat. So von ist es. Dem MMO zumindest. Von Pokémon hat er auch Ahnung. Ja, Pokémon spiele ich jetzt nicht mehr so enorm. Ich bin jetzt gerade bei meinem Pokémon, was ich auf dem Game Advance spiele, in der Liga. Und ja. Ja, ich spiele ja momentan wieder Smaragd. Wo bist du? Ich bin noch am Kämpfen. Ach so, ja. Ich komme gleich hinterher, weil ich muss jetzt erstmal nochmal zurück ins Pokémon Center. Muss ich jetzt auch nochmal hin. Muss ich nochmal zurück. Weil mein Pokémon ist relativ am Arsch. Übrigens, sofern ich das mitbekommen habe, kann man hier keine Sonderbonbons einsetzen. Zumindest habe ich es noch nicht hingekriegt. Das ist schade. Obwohl ich zwei im Inventar habe, auf meinen anderen Charakter natürlich. Der hat noch ein Pokémon. Man kann sich auch mehrere Charaktere erstellen. Was hast du gesagt? Der hat noch ein Pokémon. Oh, der hat zwei. Also ich komme ganz gut durch mit meinem Bisasam. Ist jetzt Level 9? Meins Level 4. Also Pikachu ist Level 4. Und Achso, Pikachu ist tot. Pikachu. Ja, du wolltest ja sowieso ein Pikachu haben, also dachte ich, fange ich es jetzt einfach, weil das ja jetzt auch so dein Spielecharakter wird. Ja, ich mache jetzt so kein Let's Play oder so. Vielleicht bin ich dann mal dabei, wenn du irgendwie was machst, aber sonst. Ja. Werde ich das nicht groß spielen. Aber auch so finde ich, ist dieses Spiel hier sehr gut geeignet für ein Let's Play Together, finde ich. Ja, das stimmt wohl. Aber jetzt, dass ich so durchgehend spielen werde, ist es nicht. Ist mir was, wenn ich mal zu Langeweile habe zwischendurch, mal ist okay, finde ich cool, ist lustig. Ach. Aber ich bin davon relativ gefesselt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da spiele ich über andere Spiele. Ja, kannst du ja. Ist ja jedem seins. Ich bin momentan wieder ein Pokémon-Mann. Genau, so. Da spiele ich wieder Minecraft. Auf meinem Server und ja. Da spiele ich nachher auch noch drauf. Ich muss ja mein Haus noch fertig bauen. Ja, und wir müssen noch das andere, da bin ich. Bin fertig. Ab zur Pokémon Center. Ja, mach mal. Ich bin schon wieder aus Pokémon Center zurück. Ich gehe schon mal ein bisschen vor und trainiere. Wenn du nichts dagegen hast. Naja, mach ruhig. Kein Problem. Entschuldigt, dass ich huste. Ich bin immer noch leicht krank. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist denn dein liebes Frauchen morgen wieder in der Berufsschule, wenn ich mal so fragen darf, so frei? Nein, da geht's wesentlich schlechter als mir. Noch schlechter? Schlechter geworden? Die hat eine Bronchitis. Oh, das ist übel, weil sie war ja dann doch am Freitag nicht mehr da. Ja, weil sie dann doch noch zum Arzt gegangen ist, weil sie sich wieder verschlimmert hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Naja, am Donnerstag ging es ihr ja richtig dreckig, kann man so sagen. Ich weiß. Naja. Ich hatte die ganze Wochenende auf dem Heizendorf zu pflegen, was hältst du davon? Oh, du Armer. So, meine Pokémon sind übrigens, die Steuerung ist auch frei wählbar. Also man kann sich die Steuerung auch so belegen, wie man möchte. Ja.
Also ich werde eine 30-Minuten-Folge hier draus machen. Ich mache hier keine Stunde draus. Ich mache eine 30-Minuten-mittige und mache jetzt eine Folge, würde ich jetzt sagen. Weil aus dem Grund, ich habe nicht so wirklich viel Speicher auf dem Laptop hier und ja. Der ist fast... Dann musst du aber gleich noch was machen, wenn du noch was aufnehmen willst. Oh nein, stimmt. Ja, das kriege ich noch wieder hin. Muss ich erstmal durchrendern. Oh, ich muss ja auch rendern. Morgen kommt, fängt ja auch mein neues Let's Play an. Ach so, ja. Welches? Pokémon Kristall. Lustigerweise. Das ist gerade so schön passend. Ach so. Okay. So. Wow, falsch. Dann. Renne, kleiner Postbote. Was ist das hier schon wieder? Ja, ich bin hier gerade mit dem Kampf immer noch nicht fertig. Ich fange jetzt auch mal den Kampf an. So, Bulbasaur. Ah, jetzt habe ich Rankengieber gelernt. Sehr schön. Damit komme ich jetzt durch die nächsten beiden Reden locker. Na, mal schauen, wie ich jetzt hier gegen das ist Weedle. Das ist ein Hornliebe, soweit ich weiß, ankomme. Richtig. Ich finde aber den Namen Weedle irgendwie cooler. Ja. Auch wenn das Pokémon an sich immer noch scheiße ist, aber der Name ist cooler. So. Na, wie läuft's bei dir beim Kämpfen? Ja, hab jetzt das erste weg. Juhu, ich darf nochmal zum Pokémon Center. Also ich finde, das Spiel ist schon wesentlich schwerer als das normale, weil irgendwie, ich musste im normalen Spiel nie so oft zum Pokémon Center rennen. Ja, dann haben sie den Schaden noch ein bisschen übertrieben in dem Spiel. Finde ich aber auch nicht schlimm unbedingt. Hm. Ey, guck mal unten in den Chat. Yes, Patrick. Hey, ja, das bin ich. Außer ich nicht Patrick heiße, sondern Patrick. Oh. Ich hasse ja, das Patrick, noch nicht. Ja, ich weiß. Auch wenn die Lehrer mich immer Patrick nennen. Ich könnte mit dem Messer in die Brust. Ey komm, dafür werde ich Sven oder Steffen ständig genannt. Sven kann ich ja noch verstehen, aber Steffen? Ja. Ich habe neue Attacke erlernt. So. Oh, Respekt, bestimmt Blubber. Habe ich schon. Dann hast du Watergang erlernt, also Aquaknarre. Das weiß ich gerade nicht, Wort. Kann ich dir leider sagen. Hui! Nein, nicht nochmal! Übrigens, da ist bei der Party mit einem Rechtsklick drauf, dann kannst du so nähere Teaminformationen einsehen. Ja, stimmt. Cool. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Mhm. Hier gibt's interessante Namen. Cool. Bad Bitch Rachel. Was? Ja. Hat sich eine so genannt, oder was? Ja, Bad Bitch Rachel. Was haben wir hier noch? Cider. Wo siehst du das? Wodka heißt eine. Wo siehst du das? Ja, im Chat, die Namen. Alter, irgendwie siehst du andere Chatnamen als ich. Oh, ein Item. Oh, ein Item. Gegengift. Oh, Gegengift. links, rechts hoch mussten wir, glaube ich. Scheiß auf den Trainer. Ja. Oh, wir sind ineinander verschmolzen. Ja. Boah, du Sau. du bist am Kämpfen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich weiß. Ich mache ich schnell fertig. Wie treffe ich hier heute auf keine wilden Pokémon? Withdraw, was ist denn das? Withdraw. Oh, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall verlernt wieder. Oh, meine Maus ist im Bild. Tut mir leid. Oh, ups. Jetzt habe ich gerade meinen Bildschirm angezeigt. Du kannst übrigens auch alles mit der Maus auswählen, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ja, ich mach's immer mit der Tastatur, dann habe ich meine Maus nicht mehr im Bild. Ja, mache ich gerade auch. Ja, mach ich meistens auf. Auch, wenn ich keinen Bock habe. Juhu, mein Bisasam erreicht Level 11. Mist, mein Bubble ist auch Squirtle. Level... Pass auf, sobald wir im nächsten Pokémon Center sind, machen wir beide noch einen Kampf gegeneinander. Hm. Ich jetzt nochmal meinen Saft kommen, damit sich noch schnell zu Smetbo entwickelt. Hey, ein Item. Ein Potion. Was auch immer das ist. Potion ist ein Trank. Achso, ein Trank. Cool, ja schon mehrere von deinen jetzt. Oh, ein Reptil. Und ein Kampf. Oh, ein Raupi.
Oh, ein Raupi. Run! Run away! Das noch ist ein Kampf. Das scheiß Kokuna mit Härtner, ey. Ich hab das am Anfang so gehasst, wenn die Pokémon andauernd Härtner eingesetzt haben. Hm. Du den keinen Schaden irgendwann mehr gemacht hast. Und genau das habe ich jetzt auch langsam. So, wir sind jetzt in Trainer-Tipps. All Pokémon that appear in battle, however briefly earn XP points. Oh nein, schon wieder ein Kampf. Das leckt mich am Arsch. Ah, Blümchen. Drüber latschen. Meine Mutter wird mich töten. Meine Mutter wird mich töten oder würde mich töten? Würde mich töten und wird mich töten, wenn ich das mache. Okay. So, Pokémon Center und dann episches Battle. Schon dabei. Oh, warte. Machen wir hier noch einen schönen Kampf, dann machen wir die Arena und ich glaube, dann können wir das jetzt suspenden, oder? Ja, auf jeden Fall. Arena auch noch machen. Komplett. Ja, komm. Die Arena. Ist doch nicht schwer, du musst bloß einen Arena-Leiter besiegen. Ach, keine anderen, die da noch sind, oder was? Ich hab doch gesagt, es sind keine Pflichtkämpfe. Achso, ja. Weißt du doch. Ha. So, warte, komm, hier, betteln. Auf dem Blumenbeet. Okay. Blumenbeet, Battle. Komm her, wir stehen uns schön gegenüber. Ducky, Duell. Akzeptiert. Ja, das hat man jetzt aber nicht gehört, nein. Sorry, ich habe das Mikro extra hochgeklappt. Naja, ging schon. So, geht in dieser Saal. Bubble-Tier-Attacke. Ist nicht wirklich effektiv, ne? Ist mir egal, ich kann das trotzdem. Oh, Critical Hit und super effektiv. Sag mal, ist die Verarschung oder was? Der weint böse. Ich spiele mal mit Maus, ja. Ist einfacher. Fight, Thundershock. doof. Den ersten Kampf hattest du noch gewonnen vor der Aufnahme. Potion. Pikachu. Ach, hier kann man noch Potions einsetzen, Alter. Okay. Nicht back. Go back. Fight. Growl. Ich hab eh nicht mehr gesehen. So, klar. Egelsamen. Die sind so ätzend, die Dinger, oder? Auf jeden Fall. Ah, ich geh mal auf back. Bin sie wohnt, dass rechts so. Oben Kampf ist. Thundershock. Und weg bin ich. Okay, auf zur Arena. Dann gehen wir mal zur Arena. Weißt du, was ich übrigens mal vorhatte im Craft? Was denn? Ich wollte mal hier die ganze Pokémon-Welt von Kanto hier nachbauen. Hat das schon mal wer gemacht? Von Höhen? Ich weiß, ich würde es aber auch machen. Achso. Wo ist denn diese komische Arena? Das große Gebäude oben. Also nicht das Museum, sondern das da links vor Arena dran. Du sagst nicht das Museum und ich renne ins Museum. Verdammt. So. Noch höher? Nee. Da ist es. Ach, da ist es. Haha, wie kommt mein Level verfehlen? Sehr gut, Ente. Du kannst mir nichts anhaben. Na. So, ja, hier. I'm Brook. I'm Pewter. Pewter's Gym Leader. My Rock Hard Will Power is evident even in my Pokémon. My Pokémon are all Rock Hard und bla bla bla. Was, schon fertig? Ja. Und Level 13. Arschloch. Ja komm, du müsstest da jetzt auch schnell durchkommen mit einem Wasser-Pokémon. Wie würde, also einer aus meiner Klasse, ich sage jetzt keine Namen, hat immer so tolle Beleidigungen. zwei weiß ich noch. Einmal hat sie jemanden Kackschlitz genannt. Und der ist alt. Und zum anderen Stinkbrust. Okay. Die hat eine ganz komische Beleidigung. Also, die hat Sachen rausgehauen, da der fest mit dem Kopf. Was hast du gesagt? Also. Okay. Naja, okay. Ach ja. So, 221 XP. Und Onix. Also ich fand, es lief gut bei mir in der Arena. Wie schaut's bei dir? Ja,
Also jedes Pokémon heißt anders. Ja, wirklich, jedes hat ein anderes Namen. Außer Onix, das heißt Onix. Nein, Pikachu hat auch den gleichen Namen. Achso, ja, okay, aber trotzdem. Und Mankey, also mit einfach nur statt ein A ein E. Oh. Gibt einige Pokémon, die haben nicht den Namen geändert. So, ich bin jetzt Level 12. Ne, Level 13 bin ich jetzt. Ne? Es wird immer bis zuerst Jan. Watergun wird jetzt erlernen. Ich würde sagen, wir nehmen. Tail Whip? Ja, guten Schlag ist scheiße. Ah, das ist guten Schlag, okay, ich wusste es gerade nicht so. Ja, okay. Top! Und kriecht hinterher. So. Wie sieht, glaube ich, das auch. Ich würde sagen, zum Schluss versuchen wir nochmal Geld zu tauschen. Geld zu tauschen? Hm. Okay. Hier, ich verkaufe dir mein Safkon. Also kannst du Geld auswählen? Hm. Nee. Bei mir hat sich allgemein gerade das Fenster kurz aufgehangen. Moment. Ich bin komplett raus. Was bist du? Jetzt bin ich wieder dran. Hm, egal. Das scheint anscheinend noch nicht so gut zu funktionieren. Egal. Aber ich find's gut gemacht, dieses Pokémon-MMO. Ja, auf jeden Fall. Ich find's lustig. Also kann man auf jeden Fall mal spielen, wenn man zwischendurch Lust hat. Auf Dauer kann ich es jetzt nicht spielen. Dafür ist es mir einfach zu langweilig und zu anstrengend. Sage ich ganz ehrlich. Das ist mir echt zu kompliziert alles und... Naja gut, gut, dann wird das jetzt erstmal für das reichen, ne? Wir haben jetzt... Was haben wir denn jetzt hier aufgenommen? Wir haben jetzt 31 Minuten aufgenommen. Ist eine gute Länge für den letzten Test, war, ich würde sagen, jetzt nicht überlenkt und, überlenkt? Nicht zu lange aufgenommen und auch jetzt nicht wirklich... Ja. Okay, Leute. Na gut. Ich zeige nochmal kurz die Karte, die hat man hier so. Ist jetzt nicht so groß, aber immerhin. Gut, Leute. Willst du noch ein Abschlusswort sagen? Tschüss! Okay. Ach ja, wer noch ein ausführliches Test zu beiden Pokémon online spielen sehen will, einfach mal bei mir auf dem Kanal dann nochmal gucken, wer Lust hat. Genau, ich muss mir gerade meinen nächsten verdrängen. Dann bis zum nächsten Mal, ciao. Freunde. Tschüss.